Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Karte von Thüringen. Wir haben gerade Verkehrsstau hier und wir fahren jetzt in den Drescher zurück zum Hof, nachdem wir uns hier Außenansicht angeschaltet haben. Ja, wir fahren jetzt zurück und dann schauen wir weiter, wie es da weitergeht. Ne? Aktuell läuft noch die Aussaat noch auf einem Feld mit Raps. Und die 42 noch geflügt und vor habe ich auch die 41 auch noch zu pflügen. So, dann überlege ich mir so wieder was drauf, da könnte man eigentlich Getreide aussehen. Da könnte man die andere Maschine wieder voll machen und zurückfahren und dann gleich wieder, ja, in dem Falle Weizen oder Gerste, ist egal, Getreide halt, ne? Wie gesagt, die Maschinen werden verkauft, sobald das und dann kommen, da kommen die Mods runter in der Reihenfolge und dann nachher kaufe ich mir alle Geräte, die ich brauche. Und wenn ich feststelle, mir fehlt ein oder zwei, die ich unbedingt haben möchte, dann werde ich mir natürlich die Mods dann entsprechend raussuchen und dann neu installieren, raufschieben, wie man so nennen will. Ne? Das ist ja kein Problem, dass man halt überschaubar bekommt, was man alles an Mods hat und nicht, dass wir hier so viele haben, ne? So. Hier, den wollte ich behalten, auf jeden Fall. Die Sämaschinen nicht unbedingt, die brauche ich nicht unbedingt, die sind ja nicht notwendig dafür, für Multifrucht. Da genügend Standard, das ist auch Standard hier. So, Blocking, ist einer fertig? Wer ist Blocking? Er hier? Ist Stroh so schwer? Glaubt man nicht gerade, ne? Also, ja gut. Sonst haben wir von vornherein weggefahren und jetzt fällt es halt auf. Ne? Ja, guck mal, wenn man den Acker anschaut, da vorne ist ja auch extrem fürs Gerät ungünstig, ne? Sagen wir so. Aber normalerweise müsste das alles funktionieren. So, der Bruder ist auch fertig. Wenn wir nicht mal schauen und nacharbeiten müssen. Ach, immer das passt schon so, ne? So viel kann es ja gar nicht sein, wir haben extra ein bisschen schmaler genommen. Zeug zum Hof. Wie gesagt, einen wollten wir gleich nehmen für Aussaat, für Weizen oder Gerste. Das können wir noch aussehen. Weizen, okay, nur Weizen. Hier war Dings drin, ja, da machen wir im Frühjahr entweder Soja oder Sonnenblumen auf 60. Da war ja auch Getreide und wir haben ja zwei Felder mit Raps, die 12, mal sehen. Könnte man auch mal Soja machen zum Beispiel. Bisschen gemischt ist, ne? Da bin ich so sehr am Händler abhängig sind hier von der Preise. Und so ein bisschen gestaffelt ist die Erntezeit, ne? Also so machen wir das am besten. Den werden wir gleich auffüllen. Oh, Stau. Die Lade hier voll, ja, aber andere wird noch nicht. Was könnte sein? Man muss alles nebenbei machen, das ist ein atmet Stress aus. Mache ich überhaupt nicht. Ja, da wäre so optimal, man würde so eine, das wäre ja auch Quatsch, so ein Förderband,
das vom BGH zu bringen, das wäre ja auch extrem naja, aufwendig. Teuer, vor allen Dingen teuer. Muss ja alles gekauft werden, hingefahren werden. Wir wollten die auffüllen. Tanken müssen wir nicht. Dazu drehen wir eine Ehrenrunde. Da kommen wir nicht durch. Da kommen wir nicht durch. Drehen wir hier. Richtung Siedler zum Auffüllen. So, da haben wir es. Das ist Kalk und hier vorne, da können wir auffüllen. Naja, nächstes Mal bei den Silos. Aber wir gucken mal, was der BGH macht. Ne? Wir wollen ja nicht zu so viel verschenken an Geld. Ne? Wie gesagt, die Aussaat ist nicht so ganz so dramatisch. Wir müssen ja auch noch teilweise bei Soja, wo Soja war, noch pflügen. Also da haben wir Zeit. Da haben wir nichts verloren, da kann er durcharbeiten, das ist gut. Wahnsinn, ne? Jetzt geht Schlag auf Schlag. Aber wie gesagt, ich kann am Morgen noch ein bisschen zocken. Nach der Arbeit. Drei Folgen ungefähr. Ist ja ein Klacks. Bearbeiten muss ich das auch bis Freitag muss ich hochgeladen haben. Also zumindest die ersten vier. Sollte in der Woche passieren, ne? Das kann man gut in der Woche machen. So drei Folgen, vier Folgen, fünf Folgen auf einmal. Bei 17 Folgen ist schlecht. Da hatte ich neulich auch gedacht, Mensch, jetzt kackt der Bruder zusammen, ne? Also wenn der Speicher so voll war. Keine Reaktion mehr von was ich geschrieben habe oder so oder spät. Bilder hochladen hat gedauert, obwohl es nicht so ein Problem war. Aber wo alles hochgeladen war, konnte ich nachher kurz rausgehen, den löschen, den Cache oder den Speicher, den Zwischenspeicher. Und dann große Nachfrage ich 3 Tage. Aber jetzt ist aktuell. Muss ich mal nachschauen, was da gemeint ist. Was, wer will was haben? Getreide AG. Getreide AG. Das ist ja meistens blau. Soja aktuell fällt im Preis, ne? Weil wir gerade Ernte haben. Ne? Getreide AG, was ist denn da aktuell so teuer? BGA 900. Ist das der Mist? Ist der Mist so teuer und die Gülle? Und die Silage ist ja hier, die Anna hier. So, kurz Pause, Pause. So, zurück. Jetzt geht weiter. Mikrofon dicht dran, ja. Und jetzt, ja, klingelt Telefon, ne? Unerwartet, aber es klingelt halt, ne? Kein Problem. So, jetzt machen wir weiter. Nächste Maschine zurückbringen, ja, hier das nicht. Vielleicht düngen wir noch einmal, das kann sein. So. Jetzt fahren wir nicht mal gleich zurück. Und runter zum Unterstand, ne? Ja, machen wir jetzt weiter. Maschinen zurückbringen alle, das erwarten du nicht. Oder ich verkaufe die schon mal. Ich will aber nicht früher verkaufen. Ne? Nee, entscheide ich mich auch noch anders. Und behalte doch den Maschinen und versuche immer die Mods runterzukriegen, die wir nicht brauchen. Das kann natürlich sein. Mal abwarten, ne? Nicht zu so schnell verkaufen. Weil Verkauf bringt ja auch nicht den vollen Ertrag zurück, ne? So. Da ist kein Platz mehr, da auch nicht.
Oder haben wir hier mal Stellen, ne? Schauen wir mal zum BGA. Den Baum wollen wir verkaufen. Vergessen letztes Mal. Ja, bald wieder leer. Da, da, da. So. Ah. Ich glaube, der war voll. Jo. Blocke, dann ist er fertig. Ja, dann ist er unser Flugmeister. Also wenn das so stimmt, dann werden wir auch im Marsch auch nicht mehr so viel Geld kriegen für die Silage. Dann geht ja mein ganzer Plan nicht auf. Aber für Mist kriegen wir viel Geld. Wir haben kein Mist. Aber Gülle. Wir könnten Gülle reinkippen. Dazu müsste ich mir jetzt aber ein Güllefahrzeug das kippen wir rein Dings rein in eine Futtermittelanlage. Ein Güllefahrzeug kaufen. Das kriegen wir noch zusammen mit Kratzer Geld. Zum Not. Können wir noch 100.000 leihen, ne? Gülle gibt's noch richtig Geld. Und dann stammen wir uns einen LKW. Und holen uns einen großen Güllefahrzeug. Wir haben ja schon ein paar längere Kühe da. Kann man ja so gar nicht erkennen, wie viel Gülle man schon hat. Schauen wir die Sache näher an. So, kippt schön ab. So, Heu, Stroh, Silage. Gut, auf 5 Stunden Zeit. Dann werden wir den mal gleich wieder zum BGH fahren. Und dann düsen wir mal Richtung. Ja. Gut, wenn wir Stroh haben wollen, müssen wir eine andere Stelle kaufen, ne? Das ist ja eh klar, ne? Da ist mir eine nackte Karte lieber, da kann man sich besser aussuchen. Wenn Stahl nicht funktioniert, kann man sich entsprechend neu kaufen. Gut, aber wir müssen es hinkriegen. Vielleicht kommt auch noch ein Update. Komplett fertig. Blöd wäre es nur, wenn wir ihn umziehen müssten, ne? So, mal schauen mal hier. Oh. Zeit. Ja, ach, haben wir nicht gedrückt. Ah, Mensch, Junge. Aber da haben wir es gesehen. 4 noch was. Wir müssen ungefähr 8 Minuten haben, ungefähr. Damit es halbwegs gleich lang ist. Ich muss eine Folge jetzt lang schneiden. So. Oh mein, so ein Teil, mal sehen, was kostet so ein Teil? Güllefässer. Gibt es ja mehrere, ne? Wir brauchen einen für uns. Den wir jetzt als das ist ein Original. 30.000 hier. Den nehmen wir auch. Diese kann man sogar Milch nehmen, theoretisch, ne? Standard. Breitreifen. Design weiß. Rot. Nehmen wir Rot für Gülle. Und Gärreste. Also das Geld gerade so gereicht. Wahnsinn. Holen wir mal. Dann können wir die Gülle hier rechts mal sehen, wie viel da haben, in den BGH reinkommen, dann haben wir auch ein bisschen Geld verdient, ne? Ja, Gülle, geht gut. Ich glaube, es war ein recht guter Preis, mehr wie die Silage.
bringen die Kühe wesentlich Geld ein. Zurzeit bringen die Kühe nur Kosten, ne? Fahren wir kurz zum Händler und starten eine neue Folge, dann sprechen wir Händler auch neu. Ist ja noch relativ früh der Tag, also ungewohnt für mich eigentlich. Normalerweise ist ja schon 18 oder 19 Uhr, ne? Weil ich meistens später anfange. Dann kann ich ein paar Zombies erschlagen, ne? Ja, da habe ich ein paar Folgen gemacht, die sind allen Grund nicht zu gebrauchen. Da bin ich ja ganz leise und ist nicht so wahr, ne? Also werde ich wahrscheinlich nicht bringen, also. Lohnt sich der Aufwand denn auch nicht und die Qualität überhaupt nicht stimmt. Ne? Also, jetzt ist es auch, ja, ich weiß nicht. Der war schon besser geworden. Ist aber der Ton der Maschinen abhängig, wie weit man von den Maschinen weg ist. Ne? So, da sind wir. Da hängt er schon, da steht er schon unser. Ach, die Getreide geht da hinten, das ist immer so. Was so grün Lichtstrahl hat. Da wollen wir die Außerirdischen mal ein Zeichen geben, ne? Hier sind wir. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich hier immer Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao. Ja, wir gehen, machen gleich weiter in der nächsten Folge. Dann sage ich nochmal Danke fürs Reinschauen. Tschüss.